die Resignation bei den Jugendlichen. Und vor allen Dingen, die haben alle keine Arbeit oder Lehrstellen. Man hat ja keine Freizeitmöglichkeiten mehr. Es wird hier alles verriegelt und verrammelt. Da wird gebaut, da wird gebaut. Ich brauche nur an den Innenhafen zu gucken, kriege ich eine Krause. Hier muss intensiv was gemacht werden. Das heißt, der Bürger ist dazu aufgefordert. Auch der Stadtrat der Stadt Duisburg sagen, so geht's nicht, wir müssen den Leuten helfen. Wir müssen zusammen mit den Leuten leben. Dann möchten die bitte uns den Vorschlag machen, was können wir machen. Uns nicht blockieren. Wenn wir den Leuten helfen sollen oder möchten, soll man uns auch freie Hand geben.